Ja, der Titel der heutigen Botschaft heißt Sieg durch das Blut des Lammes. Offenbarung Kapitel 12 und bis Kapitel 14. Und der Leitvers ist Kapitel 12, Vers 11. Wir möchten einmal den Leitvers gemeinsam lesen. Bitte. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Wir danken dem Herrn für das gesegnete Bibelstudium aus der Offenbarung des Johannes. Letzte Woche haben wir die Kapitel 7 bis 11 studiert und die sieben Siegel und über die sieben Posaunen nachgedacht. Wir wurden ermutigt, in der Zeit der Gerichte Gottes zu denen zu gehören, die sich durch das Blut des Lammes reingewaschen haben und ihr Leben bis zum Ende für den Ratschluss Gottes hingeben. So dürfen wir sogar in finsterer Zeit als hell strahlende Lichter für die jungen Menschen bis an das Ende der Erde gebraucht werden. Heute möchten wir über die Kapitel 12 bis 14 nachdenken. Diese Kapitel geben zum einen eine klare Warnung vor den listigen Verführungen des Teufels, aber auch Ermutigung und Hoffnung, das Blut des Lammes anzunehmen und Überwinder unseres Lebens zu sein, die mit dem Märtyrergeist ihr Leben für Gott hingeben. Lasst uns den Sieg Jesu persönlich annehmen und unser neues Leben fest auf das Blut des Lammes gründen. Teil 1, das Blut des Lammes, Kapitel 12. Die Kapitel 12 bis 14 bilden einen Einschub, durch den uns die Hintergründe für die ab Kapitel 15 kommenden Gerichte erläutert werden. Lesen wir einmal in Kapitel 12 die Verse 1 bis 6. Wir wollen diese Verse zusammen lesen. Bitte. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz wegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiten sollte, mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. In diesen Versen wird uns die geistliche Lage der Welt wie in einem Film aufgezeigt. Es wird zeitlich sowohl vorgegriffen als auch zurückgeblendet. Und wir sehen, Gott schuf eine wunderschöne und perfekte Welt und er setzte den Menschen als Verwalter seiner Schöpfung ein. Doch durch den Fall des Satans, der gegen Gott rebellierte, wurden die Menschen zur Sünde verführt. Die Schöpfungsordnung zerbrach und die Sünde breitete sich aus wie eine unheilbare Krebskrankheit. Die Menschen mussten das Paradies verlassen. Was tat Gott in solch einer schier ausweglosen Lage? Gott machte einen Rettungsplan und er gab eine großartige Verheißung. Bereits in Genesis 3, Vers 15 verhieß Gott einen Retter, der als Nachkomme der Frau geboren werden und den Kopf des Satans zertreten würde. Zur Vorbereitung auf die Erfüllung dieser Verheißung erwählte Gott einen alten Mann Abraham und versprach ihn, ihn zu einem großen Volk zu machen und alle Völker durch ihn zu segnen. Abrahams Nachkommen wurden zu Sklaven in Ägypten. Nach 430 Jahren befreite Gott sie aus der Knechtschaft durch Mose.
Gott führte sie zu dem Berg Sinai und schloss dort mit ihnen einen Bund, dass Israel Gottes auserwähltes Volk sein und als ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk ihm dienen sollte. Er gab ihnen die 10 Gebote und führte sie schließlich in das verheißene Land. Doch die Israeliten wurden immer wieder ungehorsam und untreu. Sie beteten andere Götter an. Sie brachen den Bund Gottes immer und immer wieder. Aber Gott blieb ihnen treu. Er trainierte sie durch die babylonische Gefangenschaft und er verhieß ihnen durch seine Propheten, den Messias zu senden, der sein Volk retten wird von ihren Sünden. Lesen wir noch einmal die Verse 1 bis 4 aus dem 12. Kapitel. Bitte. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen und sein Schwanz fegte den 3. Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Die Geschichte Israels ist also geprägt von vielen Höhen und Tiefen, von Fluch und Segen. Aber über allem offenbarte Gott seine unveränderliche Treue, indem er nämlich den verheißenen Messias, Jesus Christus, in diese Welt sandte. Der Satan kämpfte immer wieder den Ratschluss Gottes zu verhindern und die Menschheit zu verführen durch falsche Götter, Götzen und Religionen. Wir sehen aber Gottes Souveränität über die Geschichte. Denn Gott erfüllte seine Verheißung treu. Auch als König Herodes nach Jesu Geburt alle kleinen Kinder grausam abschlachten ließ, schützte Gott das Leben Jesu von Anfang an. In Vers 5 wird das messianische Werk Jesu zusammengefasst bis hin zu seiner Himmelfahrt. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Dann geht die Schilderung über auf die Zeit des Endes. Die Frau bezieht sich hier auf den heiligen Überrest aus Israel, die 144.000, von denen ein Großteil in der Drangsal aus Israel fliehen und in der Wüste Zuflucht und Hilfe finden wird. Sehen wir uns den Vers 7 an. Lesen wir auch diesen Vers einmal gemeinsam. Bitte. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Michael, der große Engelfürst Gottes, kämpft gegen den Drachen und seine Dämonen. Dann hört Johannes eine große Stimme im Himmel. Sehen wir uns dazu den Vers 10 an. Lesen wir auch diesen Vers gemeinsam. Bitte. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Michaels Sieg gegen den Satan ist sehr bedeutsam. Denn bis auf diesen Tag ist der Satan der Verkläger der Gläubigen vor Gott. Der Satan hat mit seinen Anklagen oftmals recht. Aber er verkennt das Entscheidende, nämlich dass Gottes Kinder ausnahmslos gerecht geworden sind durch den Glauben an das Blut des Lammes. Das Lamm ist unser Herr Jesus Christus. 1. Petrus 1, Verse 18 und 19 spricht davon. Lesen wir einmal diese Verse, 18 und 19. Bitte. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise,
sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Der Satan kämpfte so hart und er versuchte immer wieder, das Erlösungswerk Gottes durch das Lamm Gottes zu verhindern. Aber Jesus gehorchte dem Heilsplan Gottes bis zum Ende und errang durch seinen Kreuzestod den Sieg über Hölle, über Tod und Teufel. In seiner Todesstunde am Kreuz schrie Jesus laut: Es ist vollbracht! Der Sieg Jesu am Kreuz ist auch dein und mein und unser Sieg. Johannes hörte im Himmel die Botschaft vom Sieg Jesu mit großer Stimme. Lesen wir einmal diese Siegesbotschaft in den Versen 10 und 11 gemeinsam. Bitte. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Hast du den Sieg Jesu am Kreuz für dein persönliches Leben angenommen? Das Blut des Lammes, welches am Kreuz vergossen wurde, ist auch dein und mein und unser Sieg. Gegenüber der gewaltigen Macht der Sünde und des Todes waren wir selbst völlig hilflos. Wir konnten daher gar keine Sieger sein, sondern nur Verlierer. Wie Apostel Paulus einst bezeugte, so schrie auch ich in meiner völligen Verlorenheit: Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Obwohl ich ein gebürtiger Siegerländer bin, war ich kein Sieger, sondern Verlierer. Die Macht der Sünde herrschte über mich und machte mich zu einem Sklaven der rücksichtslosen Ego-Liebe, des Stolzes, des Hochmuts und der Begierde. Aber Gott griff mit seiner initiativen Liebe in mein mühseliges und beladenes, elendes Leben ein. Und er führte mich zu seinem lebendigen Wort. Durch Markus 8, 29, du bist der Christus. Und durch Lukas 23, 34a, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Durfte ich Jesu Königsherrschaft und seine bedingungslose und vergebende Liebe im Glauben annehmen. Das Blut des Lammes, das Blut meines Heilandes, Jesus, rettete, heilte und veränderte mich zu einer neuen Kreatur in Christus. Ein nutzloser und kaltherziger Verkäufer von Glühlampen und Staubsaugern wurde verändert zu einem Zeugen Jesu Christi. Ein Schulabgänger der 10. Klasse, der nie an einer Uni studieren konnte, durfte die renommierte Jüngerschaftsschule von UBF Bonn besuchen und zu einem Bibellehrer und Diener des Wortes Gottes bis auf diesen Tag verändert werden. Ein junger Mann, der nur eine kleinbürgerliche und selbstsüchtige Vision hatte, nämlich seinen eigenen Namen von vielen Großhandlungen leuchten zu sehen, darf nun aufgrund von Genesis 15, 5 und 6 Gottes Vision für die jungen Menschen in dieser Generation und für die Erschließung der Hochschulen mit dem Evangelium, angefangen an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, von Ostdeutschland, Europa und der M-Welt sehen. Lesen wir noch einmal den Vers 11 gemeinsam. Bitte. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das Blut des Lammes ist auch dein Sieg, Hoffnungsträger Olaf. Amen. Das Blut des Lammes ist dein Sieg, Hoffnungsträgerin Isabel.
Das Blut des Lammes ist dein Sieg, Hoffnungsträger David. Amen. Konnten wir uns Vergebung und neues Leben erkaufen? Konnten wir mit irgendeinem guten Werk etwas zu unserer Erlösung vollbringen? Auf keinen Fall. Es ist vollbracht in Jesus, dem Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, der am Kreuz von Golgatha die Macht der Sünde zerstört hat. Am Kreuz litt Jesus um meiner und deiner Sünde willen. Und am Kreuz schrie Jesus: Es ist vollbracht. Für immer und ewig, ein für allemal. Kein weiteres Opfer war oder ist nötig. Wir möchten einmal diese beiden Worte lesen, zuerst aus Römer 5, Vers 1. Bitte. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und lesen wir auch Epheser 2, 10 zusammen. Bitte. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lass uns heute auf den Sieg des Blutes des Lammes Jesu unser neues Leben bauen. Felsenfest bauen. Satan wird nicht aufhören zu kämpfen und uns zu belügen und zu betrügen. Aber in unserem Herrn Jesus dürfen wir Überwinder und dürfen wir Sieger sein. Und der Schuldbrief über unserem Leben, er ist zerrissen. Nicht zu 50%, nicht zu 99%, sondern zu 100%. Amen. Möchtest du los sein vom Banne der Sünd, siehst Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Komm, deine Seele den Frieden gewinnt, denn Reinigungskraft hat das Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Möchtest du Jesu hier dienen so gern, siehst Kraft in dem Blut, Kraft in dem Blut. Möchtest du preisen den gnädigen Herrn, siehst Kraft Stund um Stund in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, Überwinderkraft in dem Blut des Heilands allein. Kennt ihr die zweite Strophe von diesem Lied? Möchtest du frei von der Leidenschaft sein? Es ist Kraft in dem Blut. Kraft in dem Blut. Das Blut von Golgatha macht dich ganz rein. Es ist Sieg durch Kraft. Es ist Sieg für dich durch das Blut. Ja, lesen wir den Vers 11 noch einmal gemeinsam. Bitte. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Dieser Vers ist wirklich die frohe Botschaft für die Überwinder, die inmitten der heftigsten Versuchungen und inmitten der Angriffe des Satans nicht die Kompromisse schlossen, sondern bis zum Ende auf das Blut des Lammes Jesu ihre Zuversicht gesetzt haben. Gottes Kinder und Gottes Volk werden vom Feind immer wieder verleumdet, beleidigt, angeklagt, verfolgt. Aber wir brauchen uns davon nicht entmutigen zu lassen. Denn wir haben den Sieg in dem Blut des Lammes alle Zeit und in Ewigkeit. Paulus ermutigt uns in 2. Timotheus 3, 12. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden.
In den mehr als 43 Jahren des Jüngererziehungswerkes in Bonn haben wir immer wieder erfahren, wie der Teufel auf verschiedenste Weise angriff und verleumdete und verfolgte. Sowohl innere als auch äußere Angriffe gab es. Der Teufel versuchte, die geistliche Einheit zu zerstören. Und Gottes Knecht wurde verleumdet und missverstanden. Und Satan versuchte gerade in Zeiten des Wirkens Gottes, den Neid anderer Menschen zu erregen. Und seine Absicht ist, dass Gottes Leute aufgeben, dass sie Kompromisse schließen und sich der Welt und dem Zeitgeist anpassen sollen. Es ist gut, um diesen geistlichen Kampf des Satans zu wissen und dass wir darum alle Zeit wachsam und auch vorbereitet sein müssen. Lesen wir noch einmal den Vers 11. Bitte. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin in den Tod. Gemäß diesem Wort dürfen wir Beleidigungen, Verfolgungen, Anklagen des Teufels durch das Blut des Lammes überwinden. Und als Überwinder schließen wir keinen Kompromiss. Als Überwinder üben wir keine Vergeltung. Als Überwinder vertrauen wir absolut auf Gottes Gerechtigkeit. Als Überwinder folgen wir der überaus großen Schar von Zeugen, die uns durch ihren entschlossenen Glaubenskampf ermutigen. Sie waren treu, indem sie Jesus bis in den Tod gefolgt sind und ihr Leben als Überwinder hingaben für ihren Herrn. Darum nennt man die Märtyrer auch Blutzeugen, Zeugen des Blutes Jesu. Wer weiß, wie der erste christliche Märtyrer heißt? Wer hat fleißig Bibelstunden gemacht? Peter Josef? Wie heißt der erste christliche Märtyrer? Stefan. Richtig. Welches Jahr war das ungefähr? Samuel Abraham? 38 nach Christus. Ja, 36 oder 40, 38, genau die Mitte, ja. Um den Streich rum. Stephanus diente seinen Landsleuten mit der kompromisslosen Botschaft des Evangeliums. Als sie aber nicht Buße taten, ergriffen sie Stephanus und stürmten auf ihn ein und steinigten ihn. Dieses Bild ist nur die halbe Wahrheit. Natürlich lag er so, aber er sah den Himmel offen und er ist auch nicht da liegen geblieben. Er ist dem Reich Gottes in der Schar der Überwinder und der Märtyrer. Im Jahr 1523, also vor rund 500 Jahren, gehörte die Stadt Brüssel noch zu Spanisch-Niederlande. In jenem Jahr wurden Johannes von Eschen und Hendrik Voss die ersten protestantischen Märtyrer. Diese beiden Männer wurden am 1. Juli 1523 auf dem Marktplatz von Brüssel auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Ihr mutiges Zeugnis und ihre Standhaftigkeit beeindruckten den Reformator Martin Luther so sehr, dass er für diese beiden Märtyrer ein Lied mit 12 Strophen dichtete. Dieses Lied heißt »Ein neues Lied, wir heben an«. Ihr könnt einmal den Text im Internet nachlesen. Auf dem Blut dieser Märtyrer bewirkte Gott etwas Großes. 10 Jahre nach ihrer Märtyrertod wurde Wilhelm von Nassau geboren, der sich für die Reformation einsetzte und der ein Befürworter der Religionsfreiheit wurde. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung der evangelischen Lehre in den Niederlanden. Im 80-jährigen Krieg kämpfte er gegen die spanische Herrschaft in den Niederlanden. Und in der Folge wurden die Niederlande von der Unterdrückung der spanischen Krone und auch vom Katholizismus befreit. Bis auf diesen Tag geben so viele Gläubige ihr Leben für Christus in Leiden und Tod hin, weil sie persönlich erfahren haben, Jesus ist das Lamm Gottes. Er hat uns mit seinem Blut teuer erkauft. Lasst uns in dieser Zeit, wo falsche und gottfeindliche Lehren wie der gottlose Humanismus, der Relativismus, der Genderismus unser Land und diesen Kontinent bedrohen, fest auf dem Blut des Lammes
gegründet stehen. Und halten wir, wie die unzähligen Märtyrer zuvor, unsere neue Identität in Christus unter allen Umständen fest. Sehen wir uns die Verse 12b bis 15 an. Wir möchten auch einmal diese Verse lesen. 12b bis 15, bitte. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kam zu euch hinab und hat einen großen Zorn, weiß, dass er wenig Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange stieß aus ihrem Rachen Wasser aus wie einen Strom hinter der Frau her, damit er sie fortreiße. Der Teufel, der mit seinen finsteren Engeln, den Dämonen, auf die Erde geworfen wird, weiß sehr genau, dass er nur noch wenig Zeit hat. Darum kämpft er so hart und verfolgt die Gläubigen. Doch die Gemeinde Gottes, die Heiligen, die auf dem Blut des Lammes gegründet stehen, sie sind den Attacken des Teufels nicht hilflos ausgeliefert. So wie die Frau den verfolgten Heiligen aus Israel zwei Flügel des großen Adlers gegeben werden, dass sie in heftigster Bedrängnis an einen sicheren Ort gelangen und dort ernährt werden, so dürfen auch wir uns der Hilfe und dem Beistand und der Fürsorge Gottes absolut gewiss sein. In diesem Kapitel haben wir gelernt, dass es in der geistlichen Welt einen ständigen Kampf gibt. Der Satan ist ein Mörder und Lügner von Anfang an. Er kämpft gegen die Gläubigen. Er sucht, wen er verschlinge. Doch inmitten des geistlichen Kampfes dürfen wir fest auf dem Blut des Lammes gegründet stehen. Das Blut des Lammes ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Darum lasst uns mit unserem neuen Leben in Christus fest gegründet sein auf dem Blut des Lammes. Und lasst uns wie unzählige Glaubenshelden vor uns Überwinder sein durch die Kraft und Macht des Blutes Jesu. Amen.